Okay, herzlich willkommen, liebe Geschwister, zu unserem Studium über die 144.000 in Offenbarung 14 bis 20. Ich werde gleich ein paar Sachen dazu sagen, wie es dazu kommt, dass wir dieses Studium machen. Aber zuallererst möchte ich euch einladen, dass wir zusammen ein kurzes Gebet sprechen. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir hier zusammenkommen können, um dein Wort zu studieren, gerade über die nahe Zukunft, die uns bevorsteht. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns durch deinen Geist leitest, wie du verheißen hast, dass er uns in alle Wahrheit führen wird und uns Zukünftiges zeigen wird. Sei du jetzt unser Lehrer, reinige unsere Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen können, nach deinem Willen und so, wie du es möchtest. Gebrauche mich nach deinem Willen, sei auch mit all den Zuhörern, die jetzt dabei sind oder die es sich später ansehen werden, dass auch sie gesegnet werden. Sei du mit ihnen und möge dein Wille in allem geschehen. In Jesu Namen. Amen. Okay, also wir wollen die letzten Verse von Offenbarung 14 studieren. Und das sind ja Verse, die eigentlich jetzt nicht so oft im Fokus stehen und nicht so oft studiert werden. Und ich habe festgestellt, dass auch sehr viele unterschiedliche Ansichten darüber gibt. Und das fängt zum Beispiel schon an bei diesem Engel in Offenbarung 15, der dort aus dem Tempel herauskommt. Und da gibt es unterschiedlichste Ansichten, was dieser Engel bedeutet. Ich habe auch kürzlich in unserem Telegram-Kanal Seed of Truth, wo wir auch Andachten hochladen, mal eine Umfrage gemacht und wollte mal wissen, es hat so verschiedene Antwortmöglichkeiten gegeben, was die Leute eigentlich so glauben, was dieser Engel repräsentiert. Und ja, da gab es dann die Möglichkeit zu sagen, dass es Christus ist, dass es ein buchstäblicher Engel ist, dass er vielleicht Gottes Volk auf Erden repräsentiert oder Erlöste im Himmel oder vielleicht irgendwas ganz was anderes, was ich da gar nicht mit hingeschrieben habe. Und ja, es gab da sehr unterschiedliche Antworten. Zu meinem größten Erstaunen haben, glaube ich, fast die meisten Leute erst gesagt, dass er Christus darstellt. Jedenfalls möchte ich zeigen in diesem Studium, dass uns die inspirierten Schriften nicht nur eine klare Antwort darauf geben, sondern dass diese Verse auch essentielle Bedingungen darüber offenbaren, welche die Wiederkunft Christi ermöglichen werden. Also ist uns eigentlich bewusst, dass es bestimmte Bedingungen gibt, die erfüllt sein müssen, damit Christus wiederkommen kann. Ich glaube, ein paar kennen wir sofort. Zum Beispiel kennen wir diese berühmte Aussage in Matthäus 24, Vers 14. Da heißt es ja, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden soll und dann wird das Ende kommen. Das heißt, damit das Ende kommen kann und Christus wiederkommen kann, muss das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden. Das sind so eine dieser Bedingungen, die wir kennen, die erfüllt werden müssen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt die Verkündigung des Evangeliums vorbei ist und das Ende der Gnadenzeit gekommen ist, warum befindet sich eigentlich Gottes Volk jetzt noch eine Weile auf der Erde, bis Christus wiederkommt, um sein Volk zu sich zu nehmen? Also wir wissen, ab dem Ende der Gnadenzeit bekehrt sich niemand mehr. Und wir wissen auch vielleicht, dass die 144.000 da eine wichtige Rolle spielen. Aber ist uns wirklich klar, was für eine Aufgabe die 144.000 da wirklich haben? Nun, ein weiterer Hinweis darauf, dass es selbst in der Zeit dieser sieben Plagen nach dem Ende der Gnadenzeit noch essentielle Dinge geben wird, die eine Bedingung darstellen zur Wiederkunft Christi, das finden wir in Offenbarung 16, Vers 12. In Offenbarung 16, Vers 12, da geht es darum, dass der Fluss Euphrat ausgetrocknet werden soll, damit den Königen von Osten der Weg bereitet wird. Und solange dieser Weg nicht bereitet ist, kommt Christus auch nicht wieder. Und die Frage ist, wie wird dieser Weg bereitet? Wie wird der Euphrat ausgetrocknet? Und was bedeutet dieses Austrocknen überhaupt? Und was haben die 144.000 in dieser Zeit damit zu tun?
Und die Bibel soll uns ja selbst Antworten auf diese Dinge geben. Und ich denke, dass sie das in Offenbarung 14, Vers 14 bis 20 sehr ausführlich und deutlich tut. Denn wie wir sehen werden, wird dort ausführlich über diese Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit gesprochen. Und ich glaube, dass die Aufgabe der 144.000 nirgends so deutlich beschrieben wird wie in diesen Versen. Aber das setzt natürlich voraus, dass man zuerst mal die 144.000 in diesen Versen entdeckt und auch richtig identifiziert. Jetzt die beiden anderen Stellen in der Offenbarung, die wir vielleicht kennen über die 144.000, das ist Offenbarung 7 und Offenbarung 14. Und in Kapitel 7 wird uns eigentlich hauptsächlich gesagt, dass die 144.000 die sind, die am Ende der Gnadenzeit versiegelt sind. Und in Offenbarung 14 wird uns noch etwas ihr Charakter beschrieben. Aber eigentlich wird uns dort nicht so sehr wirklich ihre Aufgabe und das, was sie tun in dieser Zeit, in der Trübsalzeit, wird uns dort nicht so sehr beschrieben. Und da, denke ich, ist uns Offenbarung 14, Vers 14 bis 20 gegeben. Und auch wenn der Begriff 144.000 dort nicht direkt erwähnt wird, so glaube ich, dass wir das Werk der 144.000 in diesem Abschnitt übersehen haben, einfach nur, weil sie da nicht explizit genannt werden. Jetzt, wir lesen mal ein Zitat aus dem Geist der Weissagung, wo Ellen White über das 14. Kapitel von Offenbarung spricht. Und sie sagt hier folgendermaßen, einen Moment. Genau hier, das ist aus Review and Herald, 13. Oktober 1904. Da sagt sie: Wir sehen vor uns ein besonderes Werk, das getan werden muss. Wir sollten jetzt wie nie zuvor um die Führung des Heiligen Geistes beten. Lasst uns den Herrn mit dem ganzen Herrn suchen, damit wir ihn finden. Wir haben das Licht der dreifachen Engelsbotschaft empfangen und wir müssen jetzt entschieden nach vorne treten und unseren Standpunkt auf der Seite der Wahrheit einnehmen. Das 14. Kapitel der Offenbarung ist ein Kapitel von tiefstem Interesse. Dieser Schriftabschnitt wird bald in seiner ganzen Tragweite verstanden werden und die Botschaften, die mit dem Propheten, dem Propheten Johannes gegeben wurden, werden mit deutlicher Stimme wiederholt werden. Jetzt, das ist ein Zitat aus dem Jahre 1904. Und ich denke, uns ist allen klar, dass im Jahre 1904 das Verständnis zum Beispiel von Offenbarung 14, 6 bis 12, wo die dreifache Engelsbotschaft beschrieben wird, sehr gut verstanden wurde. Und auch die ersten Verse in Offenbarung 14, Verse 1 bis 5, wo die versiegelten 144.000 beschrieben werden, sind auch sehr gut bekannt. Also wenn man in den Schriften schaut von Ellen White und auch den Pionieren, werden diese Verse von Vers 1 bis 13 unzählige Male erwähnt und sie beziehen sich darauf und erklären das. Aber wenn es dann zu den letzten Versen kommt in Offenbarung 14, sieht es ganz anders aus und es gibt nur ganz, ganz wenige Hinweise und auch die geben nicht viel Ausschluss über diese Verse. Und wir schauen uns mal noch ein weiteres Zitat an von Ellen White, eins der wenigen, das sie über die letzten Verse jetzt hat von Offenbarung 14. Hier heißt es, also sie zitiert erst die Verse 13 bis 15 in Offenbarung 14 und sagt dann, lest die folgenden Verse 16 bis 20 und Kapitel 15. Lasst all diese Dinge das Thema des Nachdenkens sein. Also, ich denke, da wir uns jetzt sichtlich dem Ende nähern und damit auch der in diesen Versen beschriebenen Zeit, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es Zeit jetzt ist, darüber nachzudenken und dass Gott uns wirklich jetzt die ganze Tragweite dieses Kapitels Offenbarung 14 klar machen möchte. Und
Ich denke, sie kann sich nur auf diese letzten Verse in Offenbarung 14 beziehen, wenn sie sagt, wir müssen noch die ganze Tragweite verstehen, denn das ist der einzige Teil, der noch nicht wirklich verstanden wurde. Und wenn jetzt diese letzten Verse tatsächlich über das Werk der 144.000 sprechen und offenbaren, was sie eigentlich dort zu tun haben, dann ist es ja unsere Aufgabe, uns darauf vorzubereiten, Teil der 144.000 zu sein. Also wir kennen vielleicht dieses Zitat aus dem Review and Herald, wo sie sagt, lasst uns mit aller Kraft, die Gott uns gegeben hat, danach streben, zu den 144.000 zu gehören. Und die Frage ist, wie können wir danach streben? Auf jeden Fall durch ein Studium von Gottes Wort über die 144.000, denn dort finden wir ja, wie wir uns darauf vorbereiten können, was wir dort eigentlich erleben werden und was wir sein müssen, um dort zu bestehen. Nun, ich möchte jetzt noch kurz darauf eingehen, wie wir das hier gestalten werden. Also warum habe ich überhaupt jetzt dieses Live-Studium per Zoom gewählt? Nun, was ich wirklich möchte, ist, dass wir diese Verse zusammen studieren. Also ich möchte schon jetzt meine Ansicht erstmal präsentieren, aber ich bin gleichzeitig offen und wünsche mir auch eure Beiträge, eure Fragen, eure Kommentare. Also glaubt mir nicht einfach, sondern prüft selbst das, was wir hier studieren. Und ich freue mich auf eure Erkenntnisse, die ihr auch mit einbringen werdet. Denn ich bin überzeugt davon, dass ihr auch Erkenntnisse darüber haben werdet oder schon habt, die ich noch nicht habe. Und so können wir alle ein vollständigeres Verständnis von diesen Versen bekommen. Und ich möchte natürlich auch auf Fragen eingehen können. Also dieses Studium setzt ja eigentlich zwangsläufig schon voraus, dass es ein gewisses Grundlagenverständnis geben muss von vielen Wahrheiten. Und es ist auch jetzt schwer abzuschätzen, wer alles dabei ist, wer auf welchem Stand ist von seinem Wissen her. Und je größer die Gruppe wird, ist das natürlich auch immer schwieriger, auf jeden einzugehen. Aber ich möchte auf keinen Fall, eine bestimmte Kenntnis voraussetzen. Und dass irgendjemand nicht mehr mitkommt, weil er etwas nicht versteht. Und deswegen fragt unbedingt nach, wenn ihr nicht mitkommt, wenn ihr etwas nicht versteht. Denn ich will mir lieber mehr Zeit nehmen, als dass jemand nicht mehr mitkommt. Aber wie machen wir das jetzt konkret? Also wir sollten das ja schon konkret wir sollten es geordnet ablaufen lassen. Und deswegen werden wir das folgendermaßen machen. Also wir werden immer ein Studium haben, in welchem ich die Präsentation mache. Und danach können Fragen gestellt werden oder auch noch Kommentare und Beiträge gegeben werden. Die einzige Ausnahme, um auch Zwischenfragen zu stellen, ist, wenn ihr wirklich eine Verständnisfrage habt, wo ihr nicht mehr mitkommt, jetzt konkret etwas nicht verstanden habt und wenn euch etwas unklar ist, dann fragt bitte auch unbedingt zwischendurch nach. Das ist kein Problem, das wünsche ich mir sogar, dass ihr das macht, weil es bringt ja nichts, wenn ich weiterrede und keiner weiß mehr, worum es überhaupt geht. Aber grundsätzliche Fragen, die vielleicht eine ausführlichere Antwort benötigen oder auch ein weiteres Studium erfordern, dafür können wir dann nach dem Studium Zeit haben und vielleicht greife ich das dann auch auf, um das im nächsten Studium mit einzubauen oder wie auch immer. Und natürlich kann es auch sein, dass ich während meiner Präsentation Fragen stelle, um zu sehen, ob ihr noch wach seid. Nee, also ihr könnt dann natürlich auch gerne antworten, wie ihr wollt. Okay, dann lasst uns jetzt in das Studium konkret einsteigen. Und dazu fangen wir natürlich mal an, die Verse in Offenbarung 14 zu lesen. Also schlagt eure Bibeln auf zu Offenbarung Kapitel 14 und wir lesen einmal die Verse von Vers 14 bis 20 durch, damit wir alle wissen, wovon wir überhaupt sprechen. Offenbarung 14, Vers 14 bis 20, da heißt es. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen.
weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer, und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Nun, in diesen Versen steckt natürlich sehr viel drin. Und wir wollen jetzt Stück für Stück vorgehen und systematisch diese Verse durcharbeiten. Und uns interessiert natürlich besonders die Frage, was diese Interaktion der drei Engel sowohl untereinander als auch mit dem Menschensohn auf der Wolke betrifft. Wie sollen wir das verstehen, was hier beschrieben wird? Und ich kann euch schon mal von Anfang an sagen, dass wir eindeutig belegen werden, dass die 144.000 hier erwähnt werden, auch wenn sie nicht bei diesem Namen genannt werden. Und das kann man nicht nur mit der Bibel belegen, sondern wird auch durch Ellen White, wie wir sehen werden, unzweifelhaft bestätigt. Also lasst uns mit Vers 14 beginnen und identifizieren, was genau dort geschieht und an welchem Zeitpunkt wir uns dort in der prophetischen Geschichte befinden. Wir sehen in Vers 14 den Sohn des Menschen auf einer weißen Wolke mit einer Krone und einer Sichel. Jetzt müssen wir uns erst fragen, der Menschensohn, wer ist das? Von wem wird hier gesprochen? Und für manche mag das sehr eindeutig sein, aber wir wollen es mit der Bibel belegen. Am besten in der Offenbarung selbst vom selben Schreiber. Gehen wir mal zur Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 13. Offenbarung Kapitel 1, Vers 13, dort spricht der Schreiber hier, Johannes von der Offenbarung, auch von dem Menschensohn. In Offenbarung 1, Vers 13 heißt es: Und inmitten der sieben Leuchter, den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Also hier wird auch der Sohn des Menschen oder der Menschensohn erwähnt. Und wenn man hier den Kontext liest, ja, dann ist hier ganz klar, dass Christus spricht. Er spricht von selbst. Er ist derjenige, der zwischen diesen Leuchtern wandelt. Jesus ist der Menschensohn. Ihr könnt auch noch lesen, zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 13, da fragt Jesus selbst die Jünger: Für wen halten die Menschen mich, den Sohn des Menschen? Also er bezeichnet sich dort auch selber als Sohn des Menschen in Matthäus 16, Vers 13. Lesen wir noch Daniel Kapitel 7, Vers 13, Entschuldigung. Daniel Kapitel 7, dort sehen wir, dass auch schon im Alten Testament Jesus als Menschensohn bezeichnet wird. Daniel Kapitel 7, und dort lesen wir Vers 13, dort heißt es: Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Menschensohn oder gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Interessanterweise kommt hier der Sohn des Menschen, er kommt zu Gott Vater, und er kommt interessanterweise auch auf einer Wolke. Aber wir werden sehen, dass es hier von zwei verschiedenen Ereignissen trotzdem spricht. Es ist aber beides Mal der Menschensohn und er kommt auf einer Wolke. Also gehen wir zurück zu Offenbarung 14. Und natürlich können wir uns jetzt fragen, wo befindet sich der Menschensohn? Nun, wir haben es schon gesagt, er befindet sich auf der weißen Wolke. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis, um zu identifizieren, wann wir uns in dem Ablauf der Zeit befinden. Denn wenn er sich jetzt auf der Wolke befindet, wissen wir auch, wo er
nicht ist. Denn welches Verständnis haben wir, wo Jesus jetzt ist, zur Zeit? Er ist natürlich im himmlischen Heiligtum. Also wir können da zum Beispiel lesen Hebräer 8, Hebräer Kapitel 8 und dort Vers 1 und 2. Dort wird uns gesagt, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Also wir wissen, dass Jesus im Moment im himmlischen Heiligtum ist. Aber in Offenbarung 14 sehen wir, dass er jetzt nicht mehr im Heiligtum ist, sondern auf der weißen Wolke. Und uns wird auch im Alten Testament, im Buch Jesaja, gesagt, dass die Zeit kommen wird, wo er diesen Ort, also das Heiligtum im Himmel, verlassen wird. In Jesaja 26 und dort Vers 21. Jesaja 26, Vers 21, dort heißt es, denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen, und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Also Gott wird seinen Ort, nämlich das Heiligtum, verlassen, um was zu tun? Um die Bosheit der Erdenbewohner heimzusuchen. Und das wird in der Zeit der sieben letzten Plagen geschehen. Genau dann, wenn das Ende der Gnadenzeit gekommen ist. Eine sehr andere bekannte Textstelle haben wir auch in Daniel 12, Kapitel 1, die von diesem Zeitpunkt spricht. Daniel 12, Kapitel 1. Dort heißt es, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Michael, hier ein anderer Name für Jesus Christus. Und er wird hier auch als derjenige bezeichnet, der für die Kinder des Volkes einsteht, also der im Heiligtum für sie eintritt und Fürsprache leistet. Aber hier erhebt er sich jetzt von diesem Dienst und beendet diesen Dienst sozusagen. Und er verlässt jetzt das Heiligtum und begibt sich auf den Weg zur Erde. Das heißt, die Wolke in Offenbarung 14, Vers 14, signalisiert die Bewegung von einem Ort zu einem anderen. Das haben wir ganz oft in der Bibel. Immer wenn wir die Wolke sehen, vor allem in Verbindung mit Christus, dann wird eine Bewegung von einem Ort zum anderen signalisiert. Wir haben eben schon gesehen in Daniel 7, Vers 13, dass der Sohn des Menschen auf einer Wolke zu dem Hochbetagten gebracht wird. Ein weiteres Beispiel haben wir auch in Apostelgeschichte 1. Gehen wir mal zu Apostelgeschichte 1 und dort lesen wir von der Himmelfahrt Christi. Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Dort heißt es, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also auch hier, er ist in den Himmel gegangen und zwar auf einer Wolke. Und wenn hier steht, dass er genauso wiederkommen wird, auf was wird er dann auch wieder auf die Erde kommen? Natürlich auf einer Wolke. Und das ist genau das, was wir auch in Offenbarung 14, Vers 14 gesehen haben. So, und jetzt zeige ich euch noch ein Zitat von Schwester White, wo sie auch ganz deutlich macht und das anscheinend hervorhebt, dass die weiße Wolke nicht das Heiligtum ist, sondern getrennt davon. Sie sagt hier, das ist in Spalding and McGann, Seite 2, die große weiße Wolke, sah ich, war nicht das Heilige, sondern vollständig getrennt vom Heiligen und vom Allerheiligsten, vollständig getrennt vom Heiligtum. Also offensichtlich
ist es sehr wichtig zu verstehen in Offenbarung 14, dass wenn Jesus sich auf der weißen Wolke befindet, dass wir uns hier zu einem Zeitpunkt befinden, wo die Gnadenzeit bereits geendet hat. Nun, woher wissen wir das, dass die Gnadenzeit endet, wenn er das Heiligtum verlässt? Dazu müssen wir einfach verstehen, was seine Aufgabe ist im Heiligtum. Wir können das zum Beispiel lesen in Hebräer 4, Kapitel 4 bis 16. Vers 14 bis 16. Da heißt es, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also solange Jesus diesen Dienst als Priester im Heiligtum tut, können wir Gnade empfangen. Das nennen wir die Gnadenzeit. Und sobald er diesen Dienst beendet, können wir dort auch keine Gnade mehr finden. Und deswegen sagen wir, die Gnadenzeit ist dann beendet. Gehen wir mal zu Jesaja 55. Auch dort wird uns beschrieben, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo der Herr nicht mehr zu finden ist. Es kommt der Zeitpunkt, wo wir keine Vergebung mehr finden werden, wo wir keine Gnade mehr finden werden. Jesaja 55, Vers 6 und 7. Dort heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Also, es gibt eine Zeit, in der der Herr zu finden ist, wo viel Vergebung ist, aber es wird auch eine Zeit kommen, wo er nicht mehr zu finden ist. Und das wird in der Bibel auch als geschlossene Tür bezeichnet. Das können wir mal lesen in Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13 und dort Vers 24 und 25. Lukas 13, 24 und 25, dort heißt es, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Hier sehen wir auch dieses Bild, dass der Hausherr aufsteht, genauso wie Michael sich erhoben hat. Und hier wird uns gesagt, dass das diese geschlossene Tür ist, wo wir keine Gnade mehr finden. Und das wird der Zeitpunkt sein, wenn Jesus aufbrechen wird vom himmlischen Heiligtum. Das sehen wir übrigens auch in Lukas 12. Also wenn ihr ein Kapitel vorher schaut, in Lukas 12, Vers 35 und 36, dort heißt es, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Das heißt, es kommt der Zeitpunkt, wo Jesus das himmlische Heiligtum verlässt. Und das heißt hier, das ist hier so ausgedrückt, dass er von der Hochzeit aufbricht, um jetzt sein Volk zu sich zu holen. Und dafür sollen wir bereit sein. Wir sollen diese Jungfrauen sein, die ihre Lichter brennend haben. Nun lesen wir noch der Vollständigkeit halber Offenbarung 22, Vers 11, wo auch von diesem Zeitpunkt des Endes der Gnadenzeit gesprochen wird. Offenbarung 22, Vers 11. Dort heißt es, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Also einen wichtigen Aspekt, den wir jetzt auch für das kommende Studium im Kopf behalten sollten, ist, dass ja das Ende der Gnadenzeit bedeutet, dass kein Mensch sich mehr ändert.
Die Heiligen werden heilig bleiben und die Unbekehrten und Gottlosen werden auch gottlos bleiben. Keiner wechselt mehr die Seiten, keiner bekehrt sich mehr, sondern jeder bleibt, wie er ist. Und das ist auch der einzige Grund, weshalb die Gnadenzeit schließt. Wenn es jemanden geben würde, der sich noch ändern könnte, so hätte Gott noch länger gewartet. Aber da jetzt das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt ist und alle, die die Chance bekommen haben, sich zu entscheiden und ihre Entscheidung getroffen haben, deswegen ist die Gnadenzeit nun zu Ende. Und diese Verkündigung des Evangeliums, die in der ganzen Welt geschehen ist und jeden Menschen dazu bringt, irgendjemand hat sein Mikro an. Ah, okay, ich glaube, es ist aus. Okay, alle Mikros ausmachen. Okay. Also diese Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt wird ja unter anderem auch beschrieben in Offenbarung 14. Also genau das Kapitel, was wir studieren, in Offenbarung 14, Vers 6, spricht es ja von dem Engel, der durch den Himmel fliegt und das Evangelium jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk verkündigt. Und wenn das geschehen ist, sehen wir folglich in Vers 14 das Ende der Gnadenzeit. Jesus verlässt das Heiligtum und er kommt auf der Wolke zur Erde. Okay, schauen wir uns diesen Vers jetzt weiter an, Offenbarung 14, Vers 14. Was haben wir da noch? Wir sehen also Jesus auf der Wolke und er hat eine goldene Krone auf dem Haupt. Nun, was soll uns diese Krone sagen? Gehen wir mal zu Matthäus Kapitel 27 und lassen die Bibel sprechen, was hier mit der Krone assoziiert wird. In Matthäus 27 lesen wir jetzt von der Gefangennahme Jesu kurz vor seiner Kreuzigung. Und wir lesen in Matthäus 27 die Verse 27 bis 31. Matthäus 27, Vers 27 bis 31, dort heißt es. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Also wir sehen hier, dass sie ihn König der Juden nennen. Und die Krone hier ist Teil einer ganzen Kleidung, dem sie ihn anziehen, um ihn als König darzustellen. Und das ist genau das, was die Krone hier auch meint. Sie beschreibt die Kleidung eines Königs und das Amt eines Königs. Und das ist auch wichtig, denn wir wissen, dass Jesus sein Amt ändern wird. Das heißt, er ist jetzt Priester für uns, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo er seine Priestergewänder ablegt und seine Königsgewänder anlegt. Wir haben auch nochmal die Beschreibung von Jesus mit der Krone in Offenbarung 19, wo auch seine Wiederkunft beschrieben wird. Gehen wir zu Offenbarung 19. Offenbarung 19, und da lesen wir zuerst Vers 12. Oder lesen wir ab Vers 11, Offenbarung 19 ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er selbst. Also er kommt jetzt aus dem Himmel herab, hier wird seine Wiederkunft beschrieben, und wir sehen auch hier, dass er eine
Krone auf dem Haupt hat. Und in Vers 16 wird dann gesagt, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das heißt, er hat jetzt sein Amt, seinen Dienst gewechselt. Schauen wir uns das auch noch mal im Alten Testament an, Jesaja 59. Gehen wir zu Jesaja Kapitel 59 und dort lesen wir ab Vers 16. Jesaja 59 ab Vers 16, dort heißt es: Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Den Taten entsprechend, so wird er vergelten. Zorn seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden. Ja, selbst den entfernten Inseln wird er den verdienten Lohn bezahlen. Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Also hier sehen wir auch, dass er seine Gewänder ändert. Er legt jetzt diese Rachegewänder an und es ist die Zeit, wo kein Fürsprecher mehr da ist, wo der Dienst im himmlischen Heiligtum beendet ist und er kommt, um den Zorn auf die Erde zu bringen. Und das sind die sieben letzten Plagen. Aber sein Volk, die in Jakob, die sich bekehrt haben, werden gerettet aus dieser Zeit. Und so beschreibt die Krone in Offenbarung 14, Vers 14, diesen Wechsel im Amt des Dienstes, nämlich dass er jetzt vom Priester übergegangen ist zum König, der auf die Erde kommt. Und das letzte Symbol, was wir haben in Offenbarung 14, Vers 14, ist, dass er eine scharfe Sichel in seiner Hand trägt. Nun, was bedeutet die Sichel? Schauen wir erstmal im unmittelbaren Kontext, denn mit der Sichel wird es jetzt auch in den nächsten Versen weitergehen. Was tut er mit der Sichel? Im nächsten Vers heißt es ja, und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und tu was? Ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Also natürlich ist die Sichel ein Symbol für die Ernte, die auch jetzt direkt in der Folge stattfindet. Okay, schauen wir uns die Ernte und diese Sichel mal etwas genauer an. Geht zu Markus Kapitel 4. Dort wird uns ein Gleichnis gegeben, wo auch die Sichel und die Ernte vorkommt. Markus Kapitel 4. Und dort lesen wir Vers 26 bis 29. Markus 4, 26 bis 29, dort heißt es. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Also hier sehen wir ein Prinzip, nämlich wann diese Ernte stattfinden soll. Dann, wenn die Frucht da ist. Also hier sehen wir auch, dass eine bestimmte Bedingung erfüllt sein muss, damit die Ernte stattfinden kann. Nämlich, wie wir hier sehen, dass die Frucht es zulässt. Wir werden in den kommenden Studien darauf genau eingehen, aber ich kann schon mal sagen, es hat hier natürlich mit unserem Charakter zu tun. Mit der Charaktervervollkommnung, dass das Christi-Charakter in dem Volk Gottes so sehr zum Vorschein kommt und er so eine Frucht hervorgebracht hat, dass es dann möglich ist, dass er kommen kann und sie sozusagen ernten kann.
Den Gedanken finden wir auch in Jakobus 5. Gehen wir mal zu Jakobus Kapitel 5 und dort Vers 7. Dort sehen wir jetzt auch, was dieses Ernten oder was diese Ernte vorbereitet, was dieses Reifen der Frucht bewirkt. Jakobus Kapitel 5 und dort lesen wir Vers 7. Jakobus 5, Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Frühregen und Spätregen empfangen hat. Also der Frühregen und der Spätregen, sie müssen beide ihr Werk tun. Sie werden die Frucht zur vollen Reife bringen und das bereitet uns darauf vor, dass wir oder dass die Menschen geerntet werden können. In Matthäus 13 finden wir auch noch einen wichtigen Hinweis, was diese Ernte bedeutet. Matthäus 13 und da das Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 13. Wir müssen es nicht ganz lesen. Ich denke, wir kennen das. Wir wissen, es gab den Acker, dort wuchs unter dem Weizen auch Unkraut und die Jünger fragen, ob sie das Unkraut hinausreißen sollen. Und Jesus antwortet, nein, lass es zusammen wachsen. In Vers 30, Matthäus 13, Vers 30, dort heißt es, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Also hier wird auch wieder die Ernte erwähnt, wofür ja die Sichel verwendet wird. Und wir lesen mal die Erklärung von Jesus über dieses Gleichnis ab Vers 37. Dort heißt es, und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also hier wird uns auch beschrieben, dass die Ernte das Ende der Weltzeit ist. Also wissen wir, dass wenn Jesus mit der Sichel kommt, um zu ernten, dass es sich um das Ende der Weltzeit handelt. Und hier wird uns gesagt, dass die Schnitter, die das Werk tun, die Engel sind. Und wir tendieren immer sehr dazu, da wirklich buchstäbliche Engel zu sehen. Und ich will nicht sagen, dass hier die Engel Gottes eine Rolle spielen. Aber ich glaube, wir werden sehen, dass hier noch viel mehr gemeint ist als einfach nur buchstäbliche Engel. Ein wichtiger Hinweis ist auch in Vers 43, wo es heißt, dass die Gerechten leuchten werden wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wenn ihr zu Daniel 12 geht, wo wir auch gelesen haben über Michael, der sich erhebt und jetzt kommt, um die Toten aufzuerwecken. Dort heißt es auch in Vers 3, genauso wie hier, dass die Gerechten leuchten wie die Sterne des Himmels und viele zur Gerechtigkeit weisen. Und wir werden sehen, dass das unmittelbar mit der Aufgabe von Gottes Volk am Ende der Zeit zusammenhängt, nämlich dass sie leuchten sollen in der Finsternis, die um sie herum herrscht und dass das ein wichtiger Aspekt ist, um das Werk auf Erden zum Abschluss zu bringen, um den großen Kampf zum Abschluss zu bringen. Und das sehen wir hier auch schon erwähnt. Also die Ernte ist das Ende. Wir haben auch schon gesehen, dass das Evangelium zuerst verkündigt werden muss und dann soll das Ende kommen. Gehen wir mal noch ins Alte Testament zu Jeremia 8. Jeremia Kapitel 8
und dort Vers 20. Dort wird auch, so ein ganz kurzer Vers, über die Ernte gesprochen. Jeremia 8 und dort Vers 20, dort heißt es, die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Hier wird eindeutig die Zeit der Ernte wieder mit dem Ende der Gnadenzeit in Verbindung gebracht. Denn entweder die Ernte kommt und man ist gerettet oder nicht. Und danach gibt es keine Möglichkeit mehr zu wechseln. Die Chance ist vertan. Denselben Gedanken finden wir auch nochmal ausführlicher in Amos Kapitel 8. Schlagt noch Amos Kapitel 8 auf. Amos, einer der kleinen Propheten. Amos 8. Wir lesen erstmal Vers 1 und 2. Da heißt es, dies ließ Gott der Herr mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen. Also wenn wir einen Korb mit reifem Obst haben, was ist geschehen? Was fand gerade statt? Die Ernte, genau. Die Ernte hat stattgefunden und wir werden jetzt in der Folge in Amos 8 sehen, dass hier genau von diesem Ende der Gnadenzeit gesprochen wird. Und dazu springen wir einfach runter zu Vers 11, denn dort wird es am deutlichsten. Amos 8 ab Vers 11. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Also wir sehen hier, wenn die Ernte gekommen ist, dann kann man selbst, wenn man nach dem Wort Gottes sucht und Bekehrung sucht, es nicht mehr finden, denn die Gnadenzeit ist abgelaufen. Und hier wird auch schon auf das Gleichnis der 10 Jungfrauen Bezug genommen, wo die törichten Jungfrauen vor der verschlossenen Tür standen und nicht mehr zu Jesus eintreten konnten. Es war die verschlossene Tür, es war das Ende der Gnadenzeit. Gehen wir noch vielleicht zu der deutlichsten Parallele im Alten Testament zu dem, was wir in Offenbarung 14 in den letzten Versen finden. Und das ist im Buch Joel. Joel ist direkt vor Amos. Und im Deutschen haben wir ein viertes Kapitel von Joel. Im Englischen gibt es nur noch Kapitel 3. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Da muss man, glaube ich, 5 Verse nach vorne springen, um dahin zu kommen. Und im Deutschen ist es Joel 4 und wir lesen ab Vers 12. Joel 4 ab Vers 12. Dort heißt es, die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen. Das Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Also, wir sehen hier eindeutig wieder das Bild von der Ernte und dass die Sichel angelegt werden soll. Es wird als eine Zeit des Gerichts beschrieben
wo Gott kommt und es wird das Tal der Entscheidung genannt. Das werden wir später sehen, auch noch deutlicher. Hier handelt es sich um den Tag von Armageddon, wo die ganze Welt in zwei Gruppen geteilt ist und die Entscheidung für immer im Gericht getroffen wird. Und gleichzeitig wird uns aber auch gesagt, was Gottes Volk in dieser Zeit tun wird, was mit dem Volk Gottes sein wird. Es heißt, Gottes Volk wird zu dieser Zeit heilig sein und hier wird eine Erkenntnis stattfinden, eine Erkenntnis über Gott. Und das werden wir auch noch sehen, ist ein wichtiger Aspekt über den Abschluss des großen Kampfes. In Vers 17 hieß es, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und das ist etwas, was auch noch nach dem Ende der Gnadenzeit eine große Rolle spielen wird. Aber dazu auch noch in den kommenden Studien mehr. Wir legen ja jetzt hier erstmal die Grundlage und haben jetzt Vers 14 in Offenbarung 14 soweit studiert. Und wir fassen nochmal zusammen, was wir aus Vers 14 eigentlich jetzt gelernt haben. Wir haben gesehen, dass sowohl die Position von Jesus auf der Wolke als auch die Krone und die Sichel, das alles drei sind Bestätigungen dafür, dass wir uns in diesem Vers, also Vers 14, bereits nach dem Ende der Gnadenzeit befinden. Ja, es ist die Wolke ist nicht mehr das Heiligtum. Er hat andere Gewänder an. Er hat eine scharfe Sichel. Es ist die Zeit des Ernstes, die Zeit des Gerichts. Das Ende der Gnadenzeit ist gekommen. Das bedeutet, dass hier, das ist jetzt impliziert im Text, nach dem, was wir hier herausgefunden haben, dass Jesus den himmlischen Tempel soeben verlassen hat. Er ist aus dem Heiligtum jetzt gerade herausgekommen. Und mit diesem Wissen, dass das gerade geschehen ist, können wir jetzt vorwärts gehen zu Vers 15. Nun, in Vers 15 sehen wir direkt danach einen Engel, der ebenfalls aus dem Tempel kommt und sich mit der Bitte zu ernten an Jesus auf der Wolke wendet. Also es heißt, ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, derselbe Tempel, aus dem Jesus gerade herausgekommen ist. Der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß. Und wer saß auf der Wolke? Nun, Vers 14 sagt uns, dass Jesus auf der Wolke saß. Das heißt, dieser Engel spricht jetzt mit Jesus. Und er sagt zu ihm, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Ernstes ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Also zwei Dinge können wir allein anhand dieses Textes schon feststellen. Was sind diese zwei Dinge? Erstens, der Engel in Offenbarung 15 ist nicht Jesus. In der Umfrage, die ich gemacht habe, hatten viele diese Antwort gegeben, dass dieser Engel Christus darstellt. Aber ich denke, wir können eindeutig sehen, dass dieser Engel nicht Christus ist, denn dieser Engel spricht ja zu Christus, der sich auf der Wolke befindet. Deswegen ist dieser Engel nicht Jesus. Und wir sehen, das ist die zweite Sache, dass dieser Engel Jesus aus dem Tempel heraus folgt. Das ist, was er tut. Jesus hat den Tempel verlassen und dieser Engel folgt ihm jetzt. Nun gut, wie können wir jetzt herausfinden, wer dieser Engel genau ist? Wir haben schon ausgeschlossen, dass es Jesus ist. Aber die Frage bleibt ja noch, handelt es sich hier um einen buchstäblichen Engel im Himmel oder steht er symbolisch für etwas anderes? Nun, der erste Schritt in dieser Suche sollte uns natürlich in den unmittelbaren Kontext führen. Was ist das Thema in den Versen direkt vorher gewesen? Und natürlich sind uns diese Verse direkt vorher sehr vertraut. Im selben Kapitel, in Offenbarung 14, werden uns ja schon Engel beschrieben in den Versen 6 bis 9. Nämlich drei aufeinanderfolgende Engel. Und wir wissen und werden das gleich auch nochmal zeigen, dass diese drei Engel keine buchstäblichen Engel sind,
sondern diese drei Engel in Offenbarung 14, die wir so gut kennen von Vers 6 bis 9, stellen Gottes Volk auf Erden dar. Aber ich möchte das jetzt auch nicht voraussetzen, dass wir das wissen und so einfach nochmal die Frage stellen und kurz da durchgehen. Woher wissen wir eigentlich, dass diese drei Engel Menschen repräsentieren? Nun, die erste Antwort finden wir, wenn wir uns den Vers 6 anschauen, darin schon, dass dieser Engel das ewige Evangelium an die ganze Welt bringt. Und da müssen wir uns fragen, wem hat Jesus aufgetragen, das Evangelium an die ganze Welt zu bringen? Hat er es Engeln aufgetragen, buchstäblichen Engeln, oder hat er es seinem Volk aufgetragen? Nun, wenn wir Markus 16 lesen zum Beispiel, Markus Kapitel 16 und dort Vers 15, finden wir eine ganz klare Antwort darauf, die wir wahrscheinlich auch kennen. Auf Markus 16, Vers 15, da sagt Jesus: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und das sagt er hier natürlich zu seinen Jüngern. Das heißt, wenn wir in Offenbarung 14 finden, dass hier ein Engel das Evangelium der ganzen Welt bringt, muss es sich auf seine Nachfolger beziehen, nämlich Menschen auf Erden. Und es gibt bereits im Alten Testament einen sehr eindeutigen Hinweis darauf, dass speziell diese Verkündigung des Evangeliums in Offenbarung 14 menschliche Boten sind. Und das finden wir in Maleachi Kapitel 3, dem letzten Buch im Alten Testament. In Maleachi 3, Vers 1 und 2, dort wird uns gesagt: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Also der Bote des Bundes ist Jesus selbst. Aber es heißt hier, dass hier ein anderer Bote kommt, der für Jesus den Weg bereitet. Und es ist auch interessant, dass beides Mal, wo hier Bote steht, manche haben vielleicht die Übersetzung auch ein Engel. Und das ist wirklich das Wort, was im hebräischen Grundtext steht, das Wort für Engel, nämlich Maleachi, so wie auch dieses Buch heißt. Und das Wort Maleachi im Hebräischen ist immer das Wort, wenn zum Beispiel im Alten Testament steht, der Engel des Herrn. Da wird immer das Wort Maleachi verwendet, eindeutig für Engel. Und hier wird dieses Wort Maleachi, also Engel, nicht nur für Jesus, den Boten des Bundes, verwendet, sondern auch für den Boten, der den Weg bereiten soll. Für was? Für den Tag seines Kommens. Und gegen Ende des Kapitels von Maleachi 3 finden wir diesen Tag beschrieben und wer dieser Bote ist, der den Weg bereitet. Im Englischen ist es Maleachi 4, Vers 1. Im Deutschen ist es Maleachi 3, Vers 19. Dort heißt es: Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Deswegen die Frage, wer kann bestehen? Und dann gehen wir direkt zu Vers 23. Maleachi 3, Vers 23, der vorletzte Vers des Buches. Also in Maleachi 4, der vorletzte Vers, für die, die englische Bibel haben. Maleachi 3, Vers 23, dort heißt es: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Also wer soll den Weg bereiten für Jesus, den Engel des Bundes? Es ist Elia. Und Elia war natürlich ein Mensch. Aber er wird hier mit dem Wort Engel bezeichnet. Und dann kennen wir natürlich, wie die Geschichte weitergeht zur Zeit von Jesus, also in Matthäus 17, nach dieser Verklärung auf dem Berg mit den Jüngern, wo sie den buchstäblichen Elia gesehen haben und auch Mose, kommen die Jünger herab und fragen jetzt Jesus, das ist in Matthäus 17 und dort ab Vers 10, Matthäus 17, ab Vers 10. Und seine Jünger fragten ihn und sprechen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen:
Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Also der Elia, der zur Zeit Jesu sein Kommen vorbereitet hat, war Johannes der Täufer. Aber Jesus sagt gleichzeitig, Elia wird auch nochmal kommen. Also Elia war ein buchstäblicher Mensch, Johannes der Täufer war ein buchstäblicher Mensch und so wird auch der Elia, der jetzt wirklich nochmal kommt, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, natürlich auch, es werden auch Menschen sein, die durch diese beiden Elias vorausgeschattet wurden. Und so haben wir natürlich kein Problem, wenn wir jetzt in Offenbarung 14 lesen, wo ja der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, ab Vers 14. Jesus kommt aus dem Heiligtum und kommt zur Erde, um Gericht zu halten. Es ist der große Tag des Herrn. Und direkt davor, in Kapitel 14, finden wir Engel, die seine Wiederkunft vorbereiten. Und da sehen wir, dass sie dieser letzte Elia sind. Und Elia wurde in Malachi 3 schon als Engel bezeichnet, als dieser Malachi. Und so sehen wir, dass es kein Problem ist für die Bibel, Menschen zu meinen, wenn sie Engel schreibt. Schauen wir uns das auch nochmal von Schwester White an, was sie dazu zu sagen hat. Und dazu lesen wir hier aus, das ist hier aus dem Großen Kampf, Seite 315. Dort schreibt sie: Diese Botschaft wird ein Teil des ewigen Evangeliums genannt. Die Verkündigung des Evangeliums ist nicht Engeln, sondern Menschen anvertraut worden. Wohl sind heilige Engel beauftragt, dies Werk zu leiten. Sie lenken die großen Maßnahmen zum Heil der Menschen, aber die tatsächliche Verkündigung des Evangeliums wird von den Dienern Christi auf Erden durchgeführt. Noch ein weiteres Zeugnis dazu. Der Engel, das ist aus vierten Band des Spirit of Prophecy, da heißt es, der Engel, der in der Prophezeiung als Überbringer dieser Botschaft dargestellt wird, symbolisiert eine Klasse von treuen Menschen, die den Eingebungen des Geistes Gottes und den Lehren seines Wortes gehorsam die Warnung den Bewohnern der Erde verkünden. Also sie sagt es schwarz auf weiß, ebenso wie wir es aus der Bibel schon gesehen haben, diese Engel, oder der Engel in dem Fall, symbolisiert eine Klasse von treuen Menschen. Aber nicht nur der erste Engel, sondern alle drei. Das hier ist jetzt auf Signs of the Times. Da schreibt sie, das 14. Kapitel der Offenbarung umreißt das Werk, das vom Volk Gottes kurz vor der zweiten Ankunft unseres Erlösers getan werden soll. Drei Botschaften werden dort dargestellt, die an alle Bewohner der Welt gehen müssen. Und dann zitiert sie die Verse aus Offenbarung 14, 6 bis 10, also die dreifache Engelsbotschaft. Und dann sagt sie, diese drei Engel repräsentieren die Menschen, die das Licht der Botschaften Gottes annehmen und als seine Vertreter hinausgehen, um die Warnung über die ganze Erde zu verkünden. Jetzt die Frage, wenn die ersten Engel in Offenbarung 14 alle Gottes Volk darstellen, ist es dann nicht nur konsistent und logisch, diese Bedeutung auch für die weiteren Engel in Offenbarung 14 aufrechtzuerhalten? Das ist erstmal das, was wir aus dem unmittelbaren Kontext erschließen können. Aber natürlich mögen jetzt die folgenden auch berechtigten Einwände kommen. Und auf die möchte ich eingehen. Und das sind folgende. Erstens, wie könnte Gottes Volk aus dem Tempel im Himmel kommen, wenn es sich doch zu diesem Zeitpunkt noch auf der Erde befindet? Also hier steht ja eindeutig in Vers 15, dass dieser Engel aus dem Tempel hervorkommt. Und in Vers 17, bei dem nächsten Engel, wird sogar deutlich gesagt, dass der Tempel im Himmel gemeint ist. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Wie kann das Gottes Volk sein,
das sich doch zu diesem Zeitpunkt noch auf der Erde befindet, wie können sie jetzt aus diesem Tempel kommen, aus dem Jesus kommt? Und die zweite Frage ist, ob die Aufgabe von Gottes Volk denn nicht schon vollendet ist. Denn die Verkündigung des Evangeliums an die Welt ist abgeschlossen. Sie war mit dem Ende der Gnadenzeit abgeschlossen. Also warum sollte jetzt hier ein weiterer Engel, dargestellt durch Gottes Volk, noch irgendetwas tun? Denn die Aufgabe ist doch beendet, oder nicht? Das sind natürlich berechtigte Fragen und ich möchte mit der letzten Frage anfangen, die zu beantworten. Und natürlich ist es so, dass die Verkündigung des Evangeliums hier abgeschlossen ist. Aber dieser Vers in Vers 15 hier sagt ja auch gar nicht, dass dieser Engel eine Botschaft für die Welt hat. Die ersten Engel in Offenbarung 14, die hatten eine Botschaft an jede Nation und an die ganze Welt. Aber dieser Engel hier hat keine Botschaft mehr an die Welt. Dieser Engel hier redet allein mit Jesus. Und insofern ist es ja gerade eine Bestätigung, dass das Werk der Verkündigung an die Welt abgeschlossen ist. Dieser Engel wendet sich nicht an die Welt, sondern an Jesus. Er fleht zu Jesus auf der Wolke, dieses Werk zu tun. Okay. Zur ersten Frage. Wie kann es sein, dass, wenn es Gottes Volk repräsentiert, sie aus dem Tempel kommen? Nun, es ist tatsächlich so, dass wir in keiner Weise sagen können, dass Gottes Volk buchstäblich aus dem himmlischen Tempel kommt. Denn in der Tat befinden sie sich auf der Erde und in keiner Weise kann man sagen, dass sie aus dem Tempel im Himmel buchstäblich kommen. Allerdings, wenn wir mal schauen in Vers 6, gehen wir zurück zu Offenbarung 14, Vers 6. Wie wird dieser Engel dort beschrieben? Es war bereits bei diesem Engel in Vers 6 der Fall, dass er als inmitten des Himmels fliegend beschrieben wurde, oder? Obwohl es ja Gottes Volk darstellte. Und dieser Engel ist also ein Symbol für Gottes Volk, obwohl sich Gottes Volk ja nicht buchstäblich in Himmel befindet. Es fliegt ja nicht buchstäblich durch den Himmel. Und das sollte uns eigentlich schon beruhigen, hingehend der Tatsache, dass hier symbolische und geistliche Sprache verwendet wird. Also die Tatsache, dass er aus dem Tempel im Himmel kommt, sollte uns nicht so erschüttern, denn auch schon der Engel in Offenbarung 6 flog durch den Himmel, war aber trotzdem Gottes Volk. Und dass Gottes Volk sich lediglich geistlich im Himmel befindet, wird auch an anderen Stellen in der Bibel erwähnt. Sehr deutlich zum Beispiel in Epheser Kapitel 2. Geht mal zu Epheser Kapitel 2. Und dort lesen wir Vers 4 bis 7. Epheser 2, Vers 4 bis 7. Dort heißt es: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also er spricht hier eindeutig von der Bekehrung, die der Christ hat, die Vergebung und Gnade, die der Christ empfängt. Und uns wird gesagt, was mit dem Christen geschieht, sobald diese Bekehrung bei ihm stattgefunden hat. Das heißt in Vers 6, dass wir, die wir das erlebt haben, mitversetzt wurden in himmlische Regionen. Aber natürlich sind wir noch nicht buchstäblich im Himmel. Trotzdem drückt es die Bibel so aus. Aber die wahren Nachfolger Christi werden in der Bibel sozusagen geistlich als bereits im Himmel seiend beschrieben. Sie haben sozusagen, obwohl sie auf der Erde sind, das Himmelreich in sich. Hat Jesus nicht gesagt, das Himmelreich kommt nicht so, dass man es sehen kann, sondern es beginnt in euch oder im Vater unser, in dem Gebet, das Jesus gegeben hat. Was heißt es? Dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Richtig? Das heißt, das Evangelium setzt uns in den Himmel und bringt den Himmel auf die Erde. Es stellt eine Verbindung her zwischen Himmel und Erde. Und das möchte auch die Offenbarung lehren, dass diese wahren Nachfolger Christi als im Himmel beschrieben werden, weil sie den Himmel damit sozusagen auf die Erde bringen. Das ist sozusagen der Sinn und der Gedanke dahinter, warum die Bibel das so beschreibt. Nun gut, aber wir müssen trotzdem noch erklären, was das jetzt bedeutet, dass dieser Engel hier aus dem Tempel kommt, wenn er doch Gottes Volk darstellen soll. Also, wie wir bereits gesehen haben, impliziert der Text in Offenbarung 14, Vers 14 und 15, ja, dass dieser Engel Jesus nachfolgt. Denn Jesus ist aus dem Tempel herausgekommen und als nächstes kommt auch der Engel heraus. Das heißt, er folgt Jesus. Und wer in der Bibel soll Christus nachfolgen? Lesen wir dazu mal Matthäus 16. Ich denke, das ist uns auch allen sehr bekannt. Matthäus 16 und dort Vers 24. Matthäus 16, Vers 24, einfach als ein Beispiel von vielen, wo uns das gesagt wird. Matthäus 16, Vers 24, dort heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge besteht darin, Jesus ans Kreuz zu folgen. Was geschah am Kreuz? Jesus war das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, richtig? So heißt es in Johannes 1, 29. Er ist das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und dieses Lamm war natürlich am Kreuz. Er war dieses vorgeschattete Opfertier, wie es in Jesaja 53 beschrieben wird, und dort vor allem Vers 7, dass er dieses Lamm ist, das zur Schlachtbank geführt wird und dort unsere Sünden auf sich genommen hat. Und wir sind aufgerufen, genau in dieser Hinsicht, nämlich das Kreuz auf uns zu nehmen, ihm zu folgen. Das sehen wir auch nochmal in 1. Petrus, Kapitel 2. Geht zu 1. Petrus, Kapitel 2. Und dort Vers 21 bis 24. 1. Petrus 2, 21 bis 24. Dort heißt es, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also Nachfolge in der Bibel bedeutet vor allem, sein Kreuz auf sich zu nehmen und im Leiden von Christi nachzufolgen. Wir sehen hier, was für ein Vorbild er uns hinterlassen hat und wie er in Zeiten des Leidens reagiert hat. Nun bestehen uns auch solche Zeiten bevor, wo wir viel Leiden ertragen müssen. Ja, die größte Stunde der Versuchung kommt auf uns zu. Die größte Drangsal, eine Trübsal, wie sie noch nie über die Welt gekommen ist. Und wir werden genauso verschmäht, verspottet werden, aber wir haben ein Beispiel, wie wir uns dann verhalten sollen in dieser Zeit. Und das Interessante ist jetzt in Offenbarung 14, dass im direkten Kontext von Kapitel 14 uns beschrieben wird, wer dem Lamm nachfolgt. Wir haben gesehen, das Lamm steht vor allem für das Kreuz, für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wir sollen ihm nachfolgen. Und wer wird in Offenbarung 14 selbst beschrieben als diejenigen, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch immer geht? Offenbarung 14, wir lesen Vers 3 bis 5. Offenbarung 14, Vers 3 bis 5. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron,
und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Seht ihr, dass hier sie dieselben Eigenschaften haben? Sie werden genauso beschrieben wie Jesus, der auch seinen Mund nicht aufgetan hat, in dem kein Betrug gefunden wurde, als er gelitten hat. So auch mit den 144.000. In ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden. Und was tun sie? Sie folgen dem Lamm, wo immerhin es auch geht. Das heißt, egal wohin Jesus geht, es sind die 144.000, die ihm folgen. Und im selben Kapitel wird uns beschrieben, dass wenn Jesus jetzt den Tempel verlässt, wer folgt ihm? Dieser Engel im nächsten Vers. Und eigentlich sollte uns der Kontext hier selbst schon sagen, dass es die 144.000 sind. Denn sie folgen Jesus, wo immerhin er auch geht. Nun, es ist interessant, dass schon im Alten Testament die Wolke eindeutig ein Zeichen dafür war, dass das Volk sich aufmachen sollte, um Gott zu folgen. Und zwar sehr deutlich. Geht mal zu 4. Mose, Kapitel 9. 4. Buch Mose, Book of Numbers, 4. Mose 9, ab Vers 15. 4. Mose 9, ab Vers 15. Dort heißt es: Und an dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, das heißt die Stiftshütte, der Tempel, bedeckte die Wolke die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses, und am Abend war sie über der Wohnung anzusehen wie Feuer bis zum Morgen. So war es alle Zeit. Die Wolke bedeckte sie, aber bei Nacht war sie anzusehen wie Feuer. So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf. An dem Ort aber, an dem sich die Wolke niederließ, da lagerten sich die Kinder Israels. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Kinder Israels auf, und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung ruhte, so lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage lang auf der Wohnung verweilte, so beachteten die Kinder Israels die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur einige Tage auf der Wohnung blieb, so lagerten sie sich dort nach dem Befehl des Herrn und brachen auf nach dem Befehl des Herrn. Und wenn es auch vorkam, dass die Wolke nur vom Abend bis zum Morgen blieb und sich die Wolke am Morgen erhob, so brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht und die Wolke erhob sich danach und so brachen sie auf. Oder wenn die Wolke zwei Tage oder einen Monat oder längere Zeit auf der Wohnung verweilte und auf ihr ruhte, so lagerten sich die Kinder Israels und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, dann brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisung des Herrn gemäß dem Befehl des Herrn durch Mose. Also die Bibel scheint sehr deutlich machen zu wollen, dass das Volk Gottes sehr darauf geachtet hat, was die Wolke getan hat, oder? Und wenn die Wolke ging, dann sind auch sie gegangen, und wenn die Wolke stoppte, dann sind auch sie gestoppt. Okay, also das ist ein Thema in der ganzen Bibel. Und dann sehen wir in Offenbarung 14, die Wolke bewegt sich, Jesus ist auf der Wolke. Was macht das Volk Gottes? Es folgt, oder? Eindeutig. Und das haben wir auch schon gesehen. Und jetzt kommen wir zu der Erklärung wirklich, was das bedeutet und wie das sein kann. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Geschichte, oder? Was geschah am 22. Oktober 1844? Gehen wir nochmal zu Daniel 7, Vers 13. Denn in Daniel 7, Vers 13 wird uns beschrieben, was am 22. Oktober 1844 geschehen ist. Daniel 7, Vers 13, dort heißt es: Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte nicht zur Erde, sondern er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Hier wird das Kommen Jesu beschrieben, aber nicht zur Erde, sondern zu Gott. Und zwar wird hier der Wechsel vom Heiligen ins Allerheiligste beschrieben.
Und dieser Wechsel fand wie statt? Wie ist er gereist? Auf einer Wolke, richtig? Nach dem, was wir jetzt gelernt haben, wenn Jesus auf der Wolke reist und die Wolke sich befähigt, was muss das Volk Gottes tun? Es muss folgen, richtig? Nun, diese Bewegung fand irgendwo im Himmel statt, im himmlischen Heiligtum. Also, wie ist das jetzt zu verstehen, dass Gottes Volk folgt? Ich meine, sie können ja nicht da hochgehen und ihm jetzt buchstäblich ins Allerheiligste folgen, richtig? Also, wie folgen sie ihm? Gehen wir mal zu 2. Korinther 5. Die Bibel sagt es eindeutig. 2. Korinther 5. Wie sollen wir wandeln? Wie sollen wir gehen? Genau. 2. Korinther 5 und wir lesen Vers 6 und 7. Dort heißt es, 2. Korinther 5, 6 und 7. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also natürlich sind wir hier auf der Erde in unseren Leibern und wir können nicht buchstäblich Jesus folgen, seinen Bewegungen. Aber wie können wir ihm folgen? Wie können wir wandeln? Glauben. Im Glauben. Und das ist genau die Erklärung. Worauf gründet sich unser Glaube? Auf Jesus Christus und das Wort. Auf das Wort, genau. Jesus ist das Wort. Aus dem Wort wissen wir über Jesus Bescheid. Es heißt in Römer 10, Vers 17, Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort. Das heißt, am 22. Oktober 1844, oder an dem Tag eigentlich nicht, aber dann kurz danach, als Gott es ihnen erklärt hat, wussten die wahren Gläubigen aus dem Wort, dass Jesus diesen Wechsel vollzogen hat, vom Heiligen ins Allerheiligste. Und dass sie das aufgrund des Wortes verstanden haben, hat ihnen ermöglicht, ihm im Glauben in seinem Werk zu folgen. Und in dieser Hinsicht kann Gottes Volk Jesus folgen, wo immerhin er auch geht. Auch wenn sie nicht im Leib dabei sind persönlich. Sie tun es dadurch, dass sie es verstehen. Lesen wir das auch in Matthäus 25 im Gleichnis der 10 Jungfrauen. Wir sind auch jetzt bald am Ende von dem Studium, nur damit ihr schon mal wisst, wenn ihr euch fragt, wie lange es noch dauert. Wir sind jetzt fast durch für heute. Aber diesen letzten Punkt wollen wir jetzt noch eindeutig identifizieren. Also lesen wir in Matthäus 25 vom Gleichnis der erziehenden Jungfrauen. Und vielleicht wisst ihr das, das Gleichnis der erziehenden Jungfrauen hat sich in der Zeit der frühen Adventbewegung, speziell dann im Jahr 1844, schon einmal buchstäblich erfüllt. Und in Vers 10 von Matthäus 25 lesen wir, während sie, nämlich die klugen Jungfrauen, aber hingingen, die törichten Jungfrauen sind es hier, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, nämlich die klugen Jungfrauen, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Das ist die geschlossene Tür von 1844. Und es gab diese zwei Klassen von Menschen, nämlich die klugen und die törichten Jungfrauen. Und es gab nur eine Handvoll kluger Jungfrauen, die jetzt im Glauben festgehalten haben und dann letztendlich verstanden haben, dass Jesus gar nicht zur Erde kommen sollte, wie sie vorhergesagt haben, sondern dass tatsächlich dieser Wechsel im himmlischen Heiligtum stattgefunden hat. Und was haben diese klugen Jungfrauen gemacht? Sie haben Öl gehabt, ja, aber was haben sie dann getan? Als Jesus hineingegangen ist zur Hochzeit, sie sind ihm gefolgt. Sie sind mit ihm hineingegangen. Nochmal, wo ist Jesus hingegangen? Ins Allerheiligste. Richtig? Da ist er hingegangen. Und hier heißt es, sie sind ihm gefolgt. Aber natürlich waren sie auf der Erde und sind ihm nicht buchstäblich gefolgt. Sie sind ihm im Glauben gefolgt. Genau wie wir es studiert haben. Und lesen wir das auch nochmal zur eindeutigen Bestätigung von Schwester White aus dem Großen Kampf.
Sie schreibt hier im großen Kampf, Seite 429. Die Verkündigung, siehe, der Bräutigam kommt, wie sie im Sommer des Jahres 1844 erging, veranlasste Tausende, die unmittelbare Ankunft des Herrn zu erwarten. Zur vermuteten Zeit kam der Bräutigam, aber nicht, wie sein Volk erwartete, auf die Erde, sondern zum Alten im Himmel, zur Hochzeit, zur Übernahme seines Reiches. Die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Sie waren bei der Hochzeit nicht persönlich anwesend, denn diese fand im Himmel statt, während sie noch auf Erden lebten. Die Nachfolger Christi sollen auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit. Aber sie müssen sein Werk verstehen und ihm im Glauben folgen, wenn er hineingeht vor den Thron Gottes. In diesem Sinne kann von ihnen gesagt werden, dass sie hineingehen zur Hochzeit. Also seit 1844 ist Gottes Volk aufgerufen, Christus im Glauben ins Allerheiligste zu folgen. Und diejenigen, die das getan haben, sind seit 1844 mit Jesus im Glauben im Allerheiligsten, in himmlischen Regionen, obwohl wir hier eigentlich in unseren Leibern sind. Aber wenn jetzt gesagt wird in Offenbarung 14, Vers 15, dass Jesus das Allerheiligste verlässt und aus dem himmlischen Heiligtum herauskommt, was machen dann die wahren Nachfolger Jesu? Sie folgen ihm, richtig? Und das ist genau das Prinzip, was wir hier sehen in Offenbarung 14, Vers 15, dass ein weiterer Engel ebenfalls aus dem Tempel herauskommt, genau nachdem Jesus den Tempel verlassen hat. Und deswegen stellt dieser Engel ebenfalls niemand anderes dar als Gottes Volk, die Jesus im Glauben folgen. Nicht buchstäblich, sondern es bedeutet, dass sie das Werk verstehen, dass sie aus dem Wort, die prophetischen Schriften, dass sie sie kennen und mit Jesus weiter zusammenarbeiten. Sie wissen jetzt, in welcher Phase sie sich befinden im prophetischen Ablauf und folgen somit Jesus nach. Jetzt gibt es noch ein weiteres Zeugnis in der Bibel dafür, dass in der letzten Zeit Gottes Volk ein solches flehendes Gebet an Jesus richtet, wie es hier in Offenbarung 14, 15 beschrieben wird. Denn wenn jetzt der Engel zu Jesus ruft, sende deine Sichel und ernte, ja, das ist ja wie so ein flehendes Gebet, jetzt das Werk zu beenden. Und wir haben tatsächlich in den Evangelien ein Gleichnis, in dem genau das nochmal beschrieben wird und wo es sich eindeutig auf Gottes Volk bezieht. Und das ist in Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, das ist das Gleichnis vom ungerechten Richter und der Witwe. Lukas 18 ab Vers 1, dort heißt es, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Ist das wichtig, dass wir alle Zeit beten, ohne Unterlass? Ja, besonders wenn wir uns auf die letzte Zeit zubewegen, das ist das, was vor allem die 144.000 lernen müssen, im Gebet mit Gott verbunden zu bleiben. Vers 2, und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er, der Richter, wollte lange nicht. Danach aber sprach der Richter bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, jetzt kommt die Erklärung, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden?
Also das Gleichnis ist folgendes. Die Witwe stellt Gottes Volk dar. Sie möchte, dass ihr Recht verschafft wird, genauso wie wir. Sie hat einen Widersacher. Wer ist unser Widersacher? Satan. Wer kann uns allein vor ihm befreien und uns Recht verschaffen? Gott. Und hier wird ein Kontrast hergestellt zwischen Gott und diesem ungerechten Richter. Ja, und wenn schon dieser ungerechte Richter auf das Drängen der Witwe hin, ja, das Drängen ist dieses nicht nachlassende Gebet, wenn schon dieser ungerechte Richter am Ende doch der Witwe helfen will, einfach weil er so geplagt wurde von ihr, wie viel mehr Gott, der uns doch helfen möchte? Es heißt, Gott wird uns Recht verschaffen. Und was tut Gottes Volk in Vers 7? Sie rufen Tag und Nacht zu ihm, auch wenn er lange wartet. Wenn es uns so vorkommt, dass die Zeiten immer schwieriger werden und dass Gott sein Kommen hinauszögert und wir möchten, dass er wiederkommt und wir flehen darum, dass er sein Werk beendet. Was heißt es in Vers 8? Er wird ihnen schnell Recht verschaffen. Die Frage ist, wenn er kommt, und da sehen wir, dass es sich auf die Wiederkunft bezieht, speziell, dieses Gleichnis bezieht sich speziell auf die Zeit der Wiederkunft. Die Frage wird gestellt, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf Erden? Und nur die, die dieses Gebet des Glaubens praktizieren, die wissen, wie es funktioniert und es auch ausüben und sich zu eigen gemacht haben, werden in der letzten Zeit bestehen. Und so sehen wir, dass die Bibel selbst davon spricht, dass Gottes Volk diesen flehenden Ruf zu Gott am Ende der Welt haben wird und an Christus richten wird. Und das ist ja auch der Kontext direkt in Offenbarung 14, einer der bekanntesten Verse für uns als Adventisten in Offenbarung 14, Vers 12, also nur drei Verse vorher. Wie wird Gottes Volk in dieser Zeit beschrieben? Es heißt, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben von Jesus, muss da stehen, bewahren. Denn nur im Glauben können sie geduldig auf Gott warten, auch wenn sie flehen zu ihm, wie es dann in Vers 15 beschrieben wird. Also Vers 15 ist einfach eine Fortführung von dem, was in Vers 12 bereits beschrieben wird. Die Heiligen, die standhaft ausharren und zu Jesus flehen und diesen Glauben haben, den Jesus finden möchte, wenn er kommt, wie wir in Lukas 18 gelesen haben. Lesen wir mal das nächste Zitat aus dem großen Kampf, was ich hier habe, aus dem Kapitel über die Zeit der Trübsal, wo Ellen White das perfekt bestätigt. Sie schreibt hier, würden den Menschen die Augen geöffnet, sie erblickten Scharen von starken Engeln, die um jene lagern, welche das Wort der Geduld Christi bewahrt haben. In mitfühlender Besorgnis haben die Engel ihren Jammer gesehen und ihre Gebete gehört. Sie hoffen auf das Wort ihres Gebieters, um sie aus der Gefahr herauszureißen. Sie müssen jedoch noch ein wenig warten. Die Kinder Gottes müssen den Kelch trinken und mit der Taufe getauft werden. Gerade die für sie so quälende Verzögerung ist die beste Antwort auf ihr Bitten. Indem sie vertrauensvoll auf den Herrn warten, dass er wirke, kommen sie dahin, Glauben, Hoffnung und Geduld zu üben, die sie in ihrem religiösen Leben zu wenig geübt haben. Dennoch wird um der Auserwählten willen die trübselige Zeit verkürzt werden. Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es mit ihnen verziehen, ich sage euch, er wird sie retten in einer Kürze. Und hier hat sie jetzt Lukas 18, 7 und 8 zitiert, was wir gerade gelesen haben. Das Ende wird schneller kommen, als die Menschen es erwarten. Der Weizen wird gesammelt und in Garben gebunden für die Scheune Gottes. Das Unkraut aber wird für das Feuer der Verwüstung gebunden werden. Also sie selbst wendet diesen Vers hier auf die Zeit der Trübsal an, wo die Gläubigen diesen Hilferuf an Jesus bringen. Also ich denke, eigentlich haben wir von der Bibel sehr deutlich jetzt gezeigt, dass dieser Engel Gottes Volk darstellt, aber wir können uns auch noch aus dem Geist der Weissagung hundertprozentig versichern, dass dies der Fall ist. Und zwar lesen wir noch ein Zitat, das ist das letzte für heute, aus dem Buch von Ellen White, Ein Wort an die kleine Herde, im Englischen A Word to the Little Flock.
Das ist die erste Publikation aus dem Geist der Weissagung, die herauskam. Und da schreibt sie etwas sehr Interessantes. Sie sagt, der Herr hat mir in einer Vision gezeigt, dass Jesus aufstand und die Türe schloss und in das Allerheiligste eintrat im 7. Monat des Jahres 1844. Aber dass Michael aufsteht, um sein Volk zu erlösen, liegt in der Zukunft. Dies wird erst geschehen, wenn Jesus sein priesterliches Amt im himmlischen Heiligtum beendet hat, sein priesterliches Gewand ablegt und sein königliches Gewand und seine Krone anlegt, um auf dem wolkenverhangenen Wagen auszureiten, um die Heiden im Zorn zu dreschen und sein Volk zu erlösen. Dann wird Jesus die scharfe Sichel in seiner Hand haben und dann werden die Heiligen Tag und Nacht zu Jesus auf der Wolke rufen, damit er seine scharfe Sichel einsteche und ernte. Das wird die Zeit der Angst in Jakob sein, aus der die Heiligen durch die Stimme Gottes befreit werden. Also, da es ja in Offenbarung 14, Vers 15 der Engel ist, der zu Jesus ruft, damit er mit seiner Sichel erntet, hier aber es die Heiligen sind, die genau das tun, sind der Engel und die Heiligen genau dasselbe. Seht ihr das? Da sind es die Engel, aber hier sagt Ellen White, dass es die Heiligen sind, die das tun. Und somit ist ein für alle Mal bestätigt, dass dieser Engel in Offenbarung 14, Vers 15 wirklich Gottes Volk auf Erden darstellt. Es sind die Heiligen, die dann auch befreit werden sollen durch die Stimme Gottes. Es ist die Zeit der Angst in Jakob. Und die einzigen Heiligen, die dann noch leben auf der Erde, sind wer? Die 144.000 sind die einzigen heiligen Lebenden in dieser Zeit. Und da können wir sehen, und wir haben jetzt identifiziert, dass ganz gewiss der Engel in Offenbarung 14, 15 niemand anders darstellt als die 144.000. Und in den kommenden Studien werden wir hier ansetzen und mit diesem Wissen fortfahren. Denn eines ist sicher, oder? Wenn dieser Engel jetzt auch Gottes Volk auf Erden darstellt, dann werden die nächsten Engel, denn es kommen ja noch weitere, in Vers 17 kommt noch ein weiterer Engel, in Vers 18 kommt noch ein weiterer Engel, können wir jetzt eigentlich schon mit Sicherheit sagen, dass auch diese Engel Gottes Volk darstellen. Und wie das zusammenhängt und was das bedeutet, werden wir dann in der Tiefe studieren, auch die Verse gerade. Wir werden auf viele Aspekte noch genauer eingehen. Wir haben jetzt eigentlich nur die Grundlage gelegt, um diese letzten Verse von Offenbarung 14 richtig zu verstehen, nämlich indem wir erkannt haben, dass es sich bei diesen Engeln in der Tat um Gottes Volk auf Erden handelt. Und nicht nur die Engel vor dem Ende der Gnadenzeit, also die ersten Engel, stellen die Aufgabe von Gottes Volk auf Erden dar, sondern auch die Engel nach dem Ende der Gnadenzeit. Denn die Engel haben ja eine bestimmte Aufgabe, richtig? Aber was genau diese Aufgabe ist und warum sie vollzogen werden muss, das werden wir dann in den kommenden Studien ergründen. Aber einen Aspekt, den wir uns auch noch genauer anschauen werden, möchte ich zum Abschluss schon mal erwähnen. Gottes Werk ist ja in der Vergangenheit oft zu einem großen Teil zumindest gescheitert und dadurch verzögert worden. Es war nicht Gottes Plan, dass wir so lange hier sind. Das werden wir uns noch genau anschauen. Es war nicht Gottes Plan. Christus hätte schon wiederkommen können. Und warum ist das so? Nun, es lag eigentlich immer an Gottes Volk. Durch ein mangelndes Verständnis der eigentlich offenbarten prophetischen Schriften, waren sie nicht in der Lage, Gottes Werk und sein Handeln richtig zu verstehen. Und die Folge war, dass ein Großteil von Gottes Volk solche großen Enttäuschungen erlebt hat, solche Frustrationen und Rückschläge erlitten hat. Die Folge davon war, dass ein Großteil von Gottes Volk diesen Glaubenstest nicht bestanden hat und dass sie dann in der Versuchung gefallen sind. Aber Gott möchte für die letzte große Stunde der Versuchung, welche bald über den ganzen Erdkreis kommen wird, wie es heißt, er möchte dann ein Volk haben, welches so vorbereitet ist, dass es treu bleibt.
Und dafür hat Gott jede notwendige Hilfe bereitgestellt. Und eine dieser essentiellen Hilfen, die er gibt, ist das offenbarte prophetische Wort. Er würde uns das ja nicht geben, wenn wir es nicht brauchen würden. Und Jesus sagt uns diese Dinge über das, was kommt, damit, wenn es geschieht, wir glauben können und wir den Glauben nicht verlieren. Und so glaube ich fest, dass es in Gottes Sinne ist und dass es Gottes Wille ist, dass wir diese Dinge studieren, dass wir speziell Offenbarung 14 studieren und diese letzten Verse, so dass, wie Ellen White gesagt hat, was wir am Anfang gelesen haben, dieses Kapitel in seiner ganzen Tragweite verstanden wird. Sie sagt damals schon, es wird erst bald in seiner ganzen Tragweite verstanden werden. Und ich glaube, damit Gottes Volk diese Aufgabe erfüllen kann, die dann hier anhand dieser Engel beschrieben wird, tun wir gut daran, das zu studieren, zu verstehen. Und ja, lasst uns das zusammentun, lasst uns Gott bitten, dass er uns wirklich anhand dieses Studiums darauf vorbereitet, denn das ist ein wichtiger und essentieller Teil, den wir tun müssen. Dazu gehört natürlich viel Gebet, persönliche Charaktervorbereitung, dass wir Erfahrung machen mit Gott und im Glauben wachsen. Aber erinnert euch, all unser Glaube gründet sich auf sein Wort. Und Petrus sagt ja so schön in 2. Petrus 1, Vers 19, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, das da scheint wie ein Licht in der Dunkelheit. Und deswegen wollen wir uns jetzt, wo wir uns ja dem Ende mit schnellen Schritten nähern, wie wir sehen, Offenbarung 14 wirklich verstehen, denn Gott möchte ja, dass wir bestmöglich auf diese kommende Zeit vorbereitet sind. Lasst uns noch mit einem Gebet abschließen. Unser himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für die Klarheit deines Wortes und dass jetzt in dieser Zeit, wo wir sehen, dass alles zu Ende geht, du wirklich dein Volk vorbereiten möchtest, dass wir vorbereitet sind auf die Ereignisse, die auf uns zukommen. Du tust alles, Herr, dass wir unseren Glauben behalten, dass wir nicht wanken müssen, dass wir nicht in Situationen kommen, wo wir nicht verstehen, was um uns herum passiert. Und Herr, du hast auch Großes vor. Du möchtest den großen Kampf auf der Erde beenden und du möchtest deine Herrlichkeit, deinen Charakter in deinem Volk offenbaren. Und wir möchten daran teilhaben, wir gelesen haben, wir möchten danach streben, zu den 144.000 zu gehören. Nicht, weil wir irgendeine hohe Position erreichen wollen, sondern weil wir deine Werkzeuge sein wollen, damit du das Werk beenden kannst. Wir wollen uns dafür hingeben in deine Hände, dass du uns benutzen kannst nach deinem Willen und dass du das Werk in uns tust, das nur du tun kannst. So, vergib uns, wo wir nachlässig waren. Gib uns Weisheit, gib uns Verständnis, gib uns deinen Geist und Einheit und deine Liebe alle Zeit, dass wir lernen, alle Zeit zu beten und die Verbindung mit dir aufrechtzuerhalten. Und segne alle meine Geschwister, die das jetzt gehört haben oder auch noch später hören werden. Und führe uns auch nach deinem Willen wieder zusammen, um dieses Thema weiter zu studieren. Wir danken dies alles und bitten es in Jesu Christi Namen. Amen.